Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute selbstgemachten Kartoffelpüree. Dafür haben wir mehlig kochende Kartoffeln, frischen Schnittlauch, Salz, Pfeffer ist klar, Muskatnuss brauchen wir dafür, etwas Butter und Milch. Wir fangen damit an, indem wir die Kartoffeln schälen. Ich habe jetzt hier 2 Kilo mehlig kochende Kartoffeln. Die Kartoffeln sind geschält und kommen jetzt in leicht gesalzenes Wasser. Deckel halb drauf, die lassen wir jetzt kochen, bis sie gar sind und wir die zermatschen können. So, die Kartoffeln sind gar. Kann man jetzt entweder mit einer Kartoffelpresse oder mit einem Stampfer klein machen. Ich habe im Moment sowas noch nicht, deshalb benutze ich so einen Mixer. Erstmal etwas Milch hinzugeben. Etwas Butter hinzu. Würzen auch gleich. Mit Salz, Pfeffer und Muskat. So, ich würde sagen, fertig ist unser hausgemachter Kartoffelpüree.